Der eine da, der wollte die Beziehung halten, indem er eine neue Küche gekauft hat und so und sie die Ja. Hälfte mitbezahlt hat, so dieses abhängig machen. Meine Das ist ja Fresse. wieder dieses Hilfe nur aus dem Externen. Ja. Dann ändert sie ja intern gar nichts. Aber Ja. intern ist man ja die Person, die hier verlassen worden ist oder jetzt beim Dating hier abgelehnt wird. Ja. Herzlich willkommen bei F&M TV. Grüß euch, Bumm und Madel. Heute haben wir wieder ein sehr interessantes Thema für euch. Und zwar letztens erst draufgekommen durch einen Zuschauer, der auch gesagt hat, dass eine sehr große Gefahr besteht bei einer bestimmten Art von Frau. Und zwar diese enthusiastischen, wo ich bin so an dir interessiert, Frauen. Weil da oftmals, ja, wie soll man sagen, Persönlichkeitsauffälligkeiten oder Schwierigkeiten weiter hinten dazukommen können, wo man dann eben genau am Anfang so eine Idealisierungsphase merkt, weil normalerweise, wenn man mal schaut, wie Frauen selektieren, die sind ja in den meisten Fällen bei den normalen Frauen sehr vorsichtig. Die schauen erstmal, okay, was steckt hinter dem? Ist er wirklich der, der vorgibt zu sein oder spielt er jetzt hier und sind viel vorsichtiger, bis sie sich dann letztendlich auf den einlassen. Aber wenn man dann mit einer Frau im Kontakt ist, die super attraktiv ist und dann, oh, du bist so toll und sich an den hinschmeißen, ohne dass sie wirklich Hintergrundinformationen über diesen Typen hat, dann ist immer Alarmstufe rot. Was da zum Beispiel sein kann, es ist immer eine Art der Manipulation, ja. Entweder möchte sie einen anderen Mann eifersüchtig machen, weil total untypisch, oder sie möchte was klauen oder noch schlimmer, weil die Frau ist ja normalerweise total reserviert, die lässt ja den Mann agieren, aber wenn dann umgedreht der Fall ist, dann weiß ich, okay, was weiß ich, was dahinter sein könnte. Oder auch so Borderliner-Mädels, die dann halt sagen, du bist der Tollste und die dann komischerweise genau die gleichen Hobbys haben, genau die gleichen Interessen und alles ganz genauso wie du sehen oder dann auch sagen, ja, stimmt. Das ist absolut richtig mit dieser ganzen Red Pill, weil sie dann aber halt nur das sagen, um gut anzukommen. Und da halt auch viele Männer dann drauf reinfallen. Das ist out of character Verhalten. Genau, und das ist dann auch sehr ähnlich wie dieses Kippschalterverhalten, was der Mädchen mal beleuchtet hat. Das ist wirklich dieses on and off, dieses heiß-kalt, oftmals dann mit einer Abwertung danach, wenn er dann den Haken gefressen hat, dass er dann auch langsam, wie soll man sagen, durch so Manipulationen dann vergiftet wird. Und das zeigt sich ja dann auch in Auch in der diesen Beziehung oder bei Trennungen. oder mit dem Urlaub, was Ja, oder, wir jetzt dann nochmal. das haben wir auch gesagt, da gehen wir auch mal kurz auf ein. Ich habe ja dieses Video hier rausgebracht, ich blende es gerne mal für euch ein. Link oben, Infobox unten in der Beschreibung oder zum Ende des Videos hängen wir es euch wie gewohnt mit dran. Da ist ein bekanntes Pärchen von uns, zwei sind es gewesen, also er kennt die, er und der Kenny, die kennen die besser als ich jetzt mal. Und die waren im Urlaub, also Vorgeschichte ist das, die beide Pärchen, beide Paare waren eine sehr lange Zeit auch zusammen. Die Trennung war schon vor einigen Monaten. Und in diesen Basic-Videos mit diesem Urlaub, beziehungsweise in diesem Urlaubsvideo, da ging es auch darum, da wollte ich das ein bisschen aufgreifen, was ich dann im späteren Video in den Basics dann auch erkläre. Das habe ich jetzt zusammen mit Kenny gedreht. Link ebenfalls unten, Infobox unten, Beschreibung. Und da ist es ganz einfach da, die Motivation dahinter war von diesen beiden Jungs, dass sich bei diesem Urlaub, wenn sie jetzt mit den Ex-Freundinnen in den Urlaub hineinbewegen, dass dann zum Kippschalter bei denen umgestellt wird, dass sie sich jetzt wieder in den verlieben würden. Und im heutigen Video mit Klaus besprechen wir mal die Dynamiken praktisch auch hier von diesem Denken, was sich da dann tatsächlich hat dann abgespielt hat. Von dem einen Pärchen, die sind ja Ende Juli im Urlaub gewesen, da hat er sogar noch den Kumpel angerufen, bei dem wir da gewesen sind. Und hat ihm auch gesagt, boah, ey, Alter, das läuft total super, es läuft wieder total gut mit uns. Dann sind die angekommen am Flughafen, dann waren die noch 2 Tage, bahnte sich das schon wieder in gute Region und dann, bam, am Tag 2 bereits verkündet sie, spricht die Trennung hier erneut auf, sagt, sie hat es nochmal probiert, es funktioniert nicht mehr und hat ihn dann verlassen hier mit Sack und Pack. Bei dem zweiten Pärchen, die sind dann Mitte August in Urlaub geflogen, die kamen dann auch zurück. Das endete aber dann schon richtig dann im Urlaub drin. Die ersten 2, 3 Tage nach seiner Aussage, da ist es ja noch gegangen, aber dann war sie die ganze Zeit mit ihrem Handy beschäftigt. Und scheinbar, so wie ich das verstanden habe, ist da schon ein anderer Typ auch schon da gewesen. Und als dieses Pärchen am Flughafen gelandet ist, an dem Tag
sind die getrennte Wege gegangen und die hat sich bis heute noch nicht mehr bei dem ganz einfach zurückgemeldet. Und das nochmal zu den Basics. Die Motivation der beiden Männer ist klar. Wir gehen heute mal auf die Dynamiken der Frauen ein. Die Motivation bei den Frauen, bei den Männern war klar. Die haben gedacht, da kommt jetzt so ein Kippschalter. Wenn sie jetzt im Urlaub sind, dann wird sie sich wieder in ihn verlieben dann. Das wird sie dann tun. Dabei ist von der Basis her eigentlich nichts anderes passiert, als wie, dass dieses Problem im Prinzip nur an einen anderen Ort verlagert worden ist. Vor allem die Männer haben ja da in solchen Geschichten oftmals so eine Art von Heilungsfantasie. Das ist ja genau das. Ja, wenn man nur das richtig macht, wenn man nur diesen einen Spruch sagt, ja, genau diese magische Pick-up-Line, ja, dann ist sie plötzlich sofort wieder in den Typen, ja, verliebt, währenddessen das ja selten von 0 auf 100 springt. Und wenn es wirklich so ist, dass es von 0 auf 100 springt mit Anziehung und dann ist sie wieder total nicht verfügbar, dann ist es ein totales Alarmstufe dunkelrot, ja, mehr Flaggen wie auf einer chinesischen Parade, ja, mit den roten Dingern, weil dann weißt du ja ganz genau, dass mit der psychologisch eine Auffälligkeit da ist, weil sonst wird es ja nicht so agieren. Ja. Meistens sind die Frauen so, dass sie sich langsam da reinbegeben und dann schauen sie erstmal, ist der was, kann ich dem vertrauen, vor allem in Langzeitbeziehungen oder halt auch mit kurzfristigen Zeugs, ja, hypergamer Zweifel, hat der gute, ja, Gene am Start, ja, und ist er auch so männlich, wie er vorgibt zu sein. Genau. Und das wird ja langsam evaluiert und nicht ganz schnell, wie jetzt zum Beispiel auch wieder mit dem, ich meine, Ex zurück ist ja nichts anderes als erneut verführen von null anfangen. Nur halt nicht mit der fremden Frau auf der Straße, sondern mit dem, genau, den man schon kennt. Genau, du, ja, tust einen alten Fisch aufwärmen. Und das, oder so gesehen. Das ist ja dann genau das. Mit dem Urlaub, man kann sich dann nicht drauf hoffen, dass es vor allem in einem fremden Umfeld, es muss ja wenn dann in einem heimischen Spielefeld passieren, dass es da dann plötzlich zur Wunderheilung kommt, dass sie sich dann plötzlich besinnen, ja, weil so funktioniert es ja dann nicht, vor allem dann, wenn es nach einer Trennung ist, weil du weißt ja nicht, das ist ja das, die Krux dabei, ja, was mich damals immer so aufgeregt hat. Viele Männer sind das so idealistisch und so blauäugig, die denken so, wenn die Frau sagt, oh, du, ich brauche ein bisschen Abstand, weißt du, mal, wir haben uns auseinandergelebt, exakt, als ob dann da nicht ein anderer Typ da wäre, der hier als Platzhalter oder wie heißt es im Englischen, diese Rebound-Beziehung, diese Rebound-Geschichten, ja, diesen Zwischenhändler erfüllt und dann, wenn sie dann merkt, ah, okay, der Alte war doch nochmal besser, dann dann kommt es wieder zu dieser Erfindungsphase und die Männer sind dann total blauäugig. Die denken dann, die meisten Frauen, die sitzen dann zu Hause, drehen Däumchen und haben dann überhaupt nichts mehr oder weniger gemacht. Und vor allem, das ist ja die Krux, ne? Der Normie, der normale Durchschnittsmann, der hat ja gar nicht die Optionen wie eine Durchschnittsfrau, die ja, wie ich immer sage, einfach nur dastehen. Und dann kommen ja schon, die bekommt ihr überall Angebote, weil auch wenn sie es nicht mehr merkt. Das ist so krass. Ja, ja. Diesen komischen Dings da, Lavo und das ganze Zeug. Ja, ja, voll. Badoons. Voll nett. Es muss ja nicht einmal das sein. Es reichen ja schon Instagram und Facebook. Instagram, Facebook, ja. Die genau, Nicht-Dating-Apps, aber man sagt ja nicht umsonst, Instagram ist ja die größte, ja, inoffizielle Dating-App. Ja. Weil da kriegen sie auch immer irgendwelche Anschriften. Ja. Ihr müsst mal nur reinschauen bei, ja, den durchschnittlichen Frauen in der Box. Von Nicht-Freunden. Ah, oh, hey, grüß dich. Oder dann, ja, kommt dann irgendein Text und so. Ja. Und da weißt du halt nicht, was dann abgeht. Ja. Und vor allem, wenn es dann mit dieser, ja, mit dieser kalt-heiß, mit diesem, also sie ist wirklich kalt, distanziert, kalte Schulter und plötzlich ist sie wieder voll dabei, dann weißt du ganz genau, sie hat sich häufig den Mr. Sexy geholt für das Rambazamba und dann hat sie, wie mein Vater mal gesagt hat, ihren moralischen gekriegt und ist wieder zurück zu ihrem Ehemann. Oh ja, die Geschichten haben wir ja auch. Genau. Und das ist ja dann meistens die ganzen Provider-Geschichten, dass sie dann sagen, okay, jetzt mache ich wieder meinen Provider heiß im, ja, Urlaub und dann merkt sie, okay, ja, ja, und vor allem, er hat ja dann, du musst ja dann immer schauen, dass die Männer auch nachhaltig, ja, diese neuen Verhaltensweisen, ja, in den Charakter integrieren. Richtig, ja. Ansonsten. Es ist ja auch so, ich meine, wir wollten in keinster Weise jetzt diesen Frauen, diesen beiden Mädels jetzt speziell hier bei uns im Bekanntenkreis ist was Böses unterstellen, nichts liegt uns ferner. Nein. Hier geht es ja nicht um irgendeinen Vorsatz, dass man jetzt hier beim Juwelier eine Scheibe einschmeißt, die da Raubüberfall macht. Also, nee, es ist nicht so etwas, ist es nicht. Ich glaube sogar, ich bin sogar überzeugt davon, weil ich das in meiner Arbeit immer wieder habe.
dass auch bei Männern, dass man da selber hier versucht, mit sich selber kämpft, weil der Partner da vielleicht logisch die beste Wahl ist. Und hier wieder diese Gefühle für den aufzubauen und sich dann selber denkt, ja, jetzt fliege ich doch einmal mit ihm in den Urlaub, vielleicht kommen da ja meine Gefühle für ihn wieder zurück. Das glaube ich auch gerne. Aber was dann wieder passiert, während dieser Urlaubszeit, das steht halt dann wieder auf einem anderen Blatt Papier. Ja, ja. Das ist genauso bescheuert, wie wenn die Paare dann sich einreden, du, pass auf, jetzt kriselt es ja gerade bei uns, jetzt machen wir ein Baby. Weißt du, ich meine, dann fahren sie den... Dann sind sie gerade auf dem Absturzkurs und dann steuern sie so nach unten, dass es dann richtig reindonnert. Die wollen ja dann, wir wollen jetzt heiraten, wir wollen jetzt Haus zusammenbauen. Der eine da, der wollte die Beziehung halten, indem er eine neue Küche gekauft hat und so und sie die Hälfte mitbezahlt hat, so dieses abhängig machen. Meine Fresse. Das ist ja wieder dieses Hilfe nur aus dem Externen. Ja, ja. Da ändert sich ja intern gar nichts. Ja, aber intern ist man ja die Person, die hier verlassen worden ist oder jetzt beim Dating hier abgelehnt wird. Ja. Auf der Straße, wenn man die anspricht. Das ist ja was ganz anderes. Ich finde aber, was auch super repräsentativ war, diese Heiß-Kalt-Situation mit einer ehemaligen Flamme vom Mädchen, da gab es ja auch das Ding, ne, mit dem Heiß-Kalt, wo es am Anfang gesagt hat, du, ach, ich habe mal gedacht, du bist ein bisschen zu alt, aber das war jetzt genau das, was eigentlich ich immer wollte in einen älteren Mann. Und dann später, als sie dann, weshalb auch immer, dann gesagt hat, du... Ich weiß nicht, der eine, der Brasilianer oder so. Ja. Warst doch zu alt. Ja, genau, also ich habe ja diese Geschichte da auch in diesem Video mit dem mit der Rationalisierung in der alten Ex zurückgeheißt. Vor vielen Jahren hat sich zugetragen. Ich habe da mal so eine Flamme ganz einfach gehabt. Und die hat zu mir dann, saß man so beim Fernsehen schauen, und die sagte dann auch zu mir, boah, ich finde es total cool, mal mit einem älteren Typen zusammen zu sein, weil die Jungs in meinem Alter, 24, 25, die taugen halt alle nichts und bla bla bla, die war ja auch 12 Jahre jünger oder sowas. Ich Und 3 Wochen später, da war ganz einfach so die Trennung da und dann hat sie auch so zu mir gemeint, ich habe halt so mit ihr gesprochen, weil das hat einfach auf beiden Seiten so nicht mehr funktioniert, wir haben andere Vorstellungen irgendwie vom Leben gehabt. Und die war ja auch also richtig erzkatholisch hier und so. Und auf jeden Fall haben wir auch... Aber nur mit dem Lippenbekenntnis möchte ich hinzufügen. Das kommt dann noch, ja. Dann haben wir auf jeden Fall uns getrennt. Und dann während der Trennung haben wir uns dann verabschiedet. Es war alles recht okay. Wir haben es eins zu eins geklärt. Aber dann haut sie noch diese Aussage raus. Ja, du hast ja so recht. Und unser Alter, das hat ja überhaupt nicht gepasst. Also der Altersunterschied war ja so dermaßen hoch, wie sie sich das gerade in den Verstand reinrationalisiert hat. Das Alter war vorher ausschlaggebender Grund, warum sie sich so glücklich fühlt. Das Alter war aber dann bei der Trennung ein Grund dafür, warum es gescheitert ist. Yeah. Und kurze Zeit später ist damit so ein Brasilianer da durchgepackt, der hier in ihrem Alter ist. Ja, geil, das oder? War schon krass. Ja. Aber mit dem wolltest du sicher die ganze Zeit diese langzeitige Traumhochzeit vorstellen. Ja, genau. Der hat dann bloß keine Lust mehr gehabt irgendwie. Ja, richtig. Ja. Aber ich fand's, also das war für mich wirklich die Situation aus dem Bilderbuch mit diesem Kippschalter. Ja. An einem Tag diese Hochstilisierung. Ja. Wow, was ein Mann. Ja. Und am anderen Tag, oh, du bist doch zu alt. Und diese Dynamiken hier, die fördern wiederum auf der anderen Seite besonders, es gibt Ausnahmen, steht immer die Regel, bei Frau am Mann umgekehrt auch, aber meistens, ich würde jetzt aus meiner eigenen persönlichen beruflichen Erfahrung jetzt sagen, 70%, 80% schon bei Männern, dass die das glauben, dass nur mit irgendeiner Sache aus dem Extern sich ein Schalter bei ihr umlegen würde und dann sie sich in ihn verliebt. Yeah. Dabei hat sich schon ein Schalter umgelegt. Das ist nur einen, den die Jungs gar nicht richtig kennen. Ja, ja, voll. Aber das ist auch so mein Kernproblem mit vielen in diesem Pickup-Bereich. Ich meine, du kannst es halt besser verkaufen, wenn du sagst, ja, in dieser chinesischen Höhle habe ich die geheime Formel gefunden, um dich jetzt hier zu transformieren. Ja. Währenddessen ja, wenn du wirklich ernstzunehmende Persönlichkeitsentwicklung machst, das dauert ja, weißt du? Das dauert. Ich denke, das beste Beispiel ist hierfür immer, wenn du ins Fitness gehst. Du kannst in manchen Situationen von einem Klienten einfach nicht erwarten, dass er jetzt hingeht und die 80 Kilo weghämmert, weil er muss ja erstmal bei den 15 Kilo anfangen, dass er erstmal das in die Routine reinkriegt, dass er diese neue Person wird. Ja, das bin aber nicht ich. Ja, dann trainiert man sich halt dahin und dann schaut man, okay, langsam
auch versuchen, aufs nächste Level zu kommen. Es muss nicht von 15 auf 1000 Kilo sein, aber es ist dann das, was nachhaltig Veränderung schafft. Scheiß verkackte Kaffeemaschine. Immer ist hier eine Scheiße. Aber das ist ja genau das, was ich mir dann immer denke. Du musst halt auch hier schauen. Es ist ja ein langsames Hin und Her, weißt du, ich meine? Wie so ein Prozessbar, der von 0 auf 100 halt langsam hochgeht. Und du kannst nicht jemanden, der auf der Persönlichkeitsentwicklungsskala eine 3 von 10 ist, innerhalb so sagen, hey, pass auf, mach einmal den Videokurs 2 Wochen und du haust von A bis Z alle Frauen durch. Klappt einfach nicht. Klappt nicht. Das hast du ja auch in dem anderen Bereich hier mit Fitnessvideos und Ernährungsvideos. Ja. Und trotzdem ist die Masse von Deutschen komplett übergewichtig. Ja, ja. Ja, klar, du kannst du schon solche Sachen da reinhämmern, aber wenn da, sag ich einmal, kein Samurai daneben dir steht, der dich zum Samurai ausbildet, das ist dasselbe. Also alle wollen sie Astronauten werden und Schönheitskönigin, aber in die Uni zum Studieren gehen, das will keiner. Und es ist schon echt erschreckend, wie man jetzt hier Führerschein für Straßenverkehr, Ausbildung für Beruf, Abitur für Studium und all diese Dinge, wie das selbstverständlich genommen wird. Aber zum Thema Liebesspiel hier, Verführungskunst, Persönlichkeitsentwicklung, ich weiß nicht, das ist aber alles ein bisschen anstrengend und ich kann das ja angeblich schon alles. Ja, das ist auch so lächerlich. Ne? Da denke ich mir immer so, die Männer, die dann sagen, hey, boah, ich bin Alpha, ich bin vom Himmel gefallen, so ein Scheißgelaber, weil die meisten, die wirklich sagen, ich bin Alpha, das sind dann genauso wie bei Game of Thrones, da wo dann der vegetarische Kleinwüchsige sagt, jeder, der sagen muss, dass er der König ist, der ist eben nicht der König. Eben. Und die meisten, die lernen das halt und schauen dann auch auf die Fehler, die sie machen und sind nicht so in ihrem Ego drin und sagen so, oh, boah, shit, Alter, bin ich Alpha. Ja. Weil die verkacken dann immer und die schaffen es ja gar nicht, über ihre Schwächen zu reflektieren, weil sie ja schon der Meister sind. Ja. Und zweitens, das Beispiel mit dem Abnehmen, das ist ja auch so, ja, das meiste Wissen ist ja schon draußen. Es muss ja nur gelesen und verstanden werden, aber das ist ja nur ein Bruchteil davon, weil was es ja dann hervorbringt, ist das tägliche Umsetzen, die Prozesse. Richtig. Und da scheitert es ja bei den meisten, ja? Das denke ich mir auch immer. Ich kann das Beste wissen und alles raushauen. Ja. Die wenigsten verstehen es wirklich oder geschweige denn setzen es dann wirklich um. Ja. Also ich denke schon, bei mir werden sie wahrscheinlich hoffentlich mehr verstehen, aber halt dann auch umsetzen, weil das ist ja das, was dann die Veränderung bringt. Das und natürlich die Tatsache, dass es natürlich auf der anderen Seite eine richtige Industrie mittlerweile schon gibt, das muss man auch sagen, von Beta-Männern, die Alpha-Male-Coachings hier verkaufen. Das hast du auch wahnsinnig oft. Ich habe in dem Video mit dem dritten Mann, da habe ich mal genau diese Thematik hier aufgegriffen, wo so ein Flirt-Coach, so ein Dating-Coach, so ein Männer-Coach in einer Runde steht von lauter Männern, die sahen aus wie er, ich, so ganz normale Typen saßen da. Und da hat er ihnen das Beispiel gebracht von dem kleinen Dicklichen, der hier immer lustig ist und hier den Clown für die Frauen spielt. Und dann dem großen 1,90-Typen, gut aussehend, muskulös, der dann eher passiv ist und mit den Frauen nicht so redet. Wer hätte da mehr Chancen bei den Frauen? Ja, es ist schon klar, dass da der kleine Dickliche hier bei den Mädels das erste Mal besser ankommt hier, weil er so witzig ist und so. Aber Fakt ist, dass in diesem Umfeld, die Jungs da, die um diesen Flirtcoach da saßen und sich diesen Vortrag angehört haben und applaudiert haben, von denen war weder einer 40 dicklich und mit Halbglatze, auch war von denen kein so ein Männermodel dabei mit 1,80. Das waren ganz normale Leute. Mhm. Das ist es. Und hier wird so eine Marketingstrategie verkauft, hier, der mit einem angeblichen Wissen, was eigentlich nichts anderes als anerzogener Narzissmus ist, mit dem dann hier so ein Kippschalter bei irgendwelchen Frauen umgelegt wird. Ja, oder der alte Hund war am Zudeck, weißt du, ich meine, ewig altes Zeugs, dann sagen sie, ja, das ist doch alles von neu, das haben sie jetzt ganz neu entdeckt. Ganz neu. Und vor allem da, denke ich mir, gerade in dieser Coaching-Branche, die dann halt auch vor allem mit diesen ganzen NPCs, die ja immer mehr jetzt rauskommen, diese Coaching-Drohnen, die dann hier machen, oh, pass auf, Alter, ich bin Alpha. Jeder, der sich selber so identifiziert, der wirklich sagt, ich bin Alpha, da weißt du hundertprozentig, dass das alles nur Schauspielerei ist, weil ein Mann, vor allem das Thema Authentizität ist ja da so wichtig, der wirklich mit sich selber im Reinen ist, der braucht ja diese Begrifflichkeiten gar nicht. Der kennt die teilweise gar nicht. Genau, das ist ja es.
die Männer, die richtig krank stabil sind und abgehen, die wissen ja nicht einmal, was Red Pill ist, weil sie das ja einfach so können, weißt du, wie ich meine? Ja, und unser Lukas jetzt, bei dem ist das ganz geil. Der Typ, der schleppt die geilsten Frauen von ganz Oxford. Jedes Wochenende hat der irgendeine andere. Und das sind super kreativ. Der weiß gar nichts davon. Ja. Unser Lukas, der würde gar nicht auf die Idee kommen, das hat Alpha-Mann, was ist denn das? Der versteht das überhaupt nicht. Wenn du mit dem über die Thematik redest, der macht einfach sein Ding, der hämmert krank für sein Business. Der ist halt einfach so. Alles egal. Ja. Das ist der absolute Hammer. Aber wenn du das Verhalten von ihm beobachtest, ist es trotzdem das, was halt beschrieben wird. Ja. Weißt du, ich meine, im ganzen Pickup-Bereich. Genau dieses Verhalten, was beschrieben wird, macht er, aber er ist sich selber gar nicht bewusst. Das ist dem Wurscht. Der macht doch keine Hierarchie, der vergleicht es auch nicht mit anderen Männern oder sowas. Ja. Der sitzt da, hört sich das immer alles an, gibt seinen Senf dazu und geht dann wieder. Ja. Ist emotional komplett ausgeglichen, stabil. Ich habe den Kerl noch nie abflippen sehen oder auch irgendwie traurig oder sonst was, noch nicht mal bei der Trennung von dieser einen Ding. Der ist einfach cool, der Typ. Man sagt ja auch nicht umsonst, Alpha ist es, Alpha das, heißt es also im Verhalten ganz einfach, ohne dass er sich dann irgendwie auch so plakativ wie im letzten Video hinstellt und sagt, hey, du, ich stark, du nix, weißt du, ich meine, hat der gar nicht nötig. Das ist es. Ja. Aber ich würde sagen, das haben wir doch jetzt mal wieder... Haben wir schon wieder mal durch, gell? Gut, also so viel gut abgehandelt. Dynamiken hinter so... Die Dynamiken Kippschalter, des Kippschalters. Des Kippschalter-Tricks. Ja. Nicht vergessen, liebe Freunde, liken, teilen, kommentieren, abonnieren, für Zeich. Man sieht sich und bis bald. In diesem Sinne. In diesem Sinne.